Hallo liebe Radfreunde, ich begrüße euch zum ersten Teil des Murradwegs. Ja, wir fahren hier der Mur entlang. Wir sind in Kroatien gestartet. Wenn ihr wissen wollt, wie wir nach Kroatien gekommen sind, schaut euch das Video oben in der Box an. Da seht ihr genau, wie wir hergekommen sind. Und wir folgen heute dem Murradweg, auf jeden Fall erstmal noch bis Slowenien. Und dann schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall wie immer viel Freude beim Anschauen. Die ersten 20 Kilometer auf dem Murradweg haben wir jetzt hinter uns gebracht. Ja, landschaftlich ging es so weiter wie an der Trau. Erstmal viele Dörflein, dann noch ein paar Felder. Deswegen habe ich jetzt auch nicht ganz so viel gefilmt, weil es dort ziemlich eintönig ist. Wir haben gerade Mittagspause gemacht und kamen zwei kroatische Kinder auf uns zu, haben versucht mit uns zu kommunizieren, dass wir da auf Deutsch und Englisch konnten. Es war ziemlich süß. Und ja, jetzt geht es weiter in Richtung slowenischer Grenze, was noch ungefähr 20 Kilometer sind. Und ich denke mal, landschaftlich wird sich da auch nicht mehr viel ändern bis dahin. Kaum zu glauben, aber war, nach 30 Kilometer am Murradweg sehen wir gerade das erste Mal die Mur. Nachdem es lange durch Dörfer und Felder und auch eine kleine Nebenstraßen ging, geht es erstmal auf einen kleinen Schotterweg weiter, direkt an der Mur. Auch endlich mit ein bisschen Schatten. Und das ist für uns gerade eine sehr willkommene Abwechslung. Ab jetzt folgen wir der Mur in Slowenien. Nachdem wir die Grenze zu Slowenien überquert haben, machen wir erstmal ein kurzes Päuschen hier im Schatten. Und dann geht's weiter zum Campingplatz. Weiter geht's über Landstraßen. Wir haben uns auch dazu entschieden, den Campingplatz in Bad Radkersburg oder wie auch immer dieser Ort heißt, aufzusuchen. Das ist der erste Ort dann auch in Österreich wieder. Und das sind von hier aus noch 30 Kilometer. Dann sind wir heute insgesamt bei 115. Gutes Streckchen, würde ich behaupten. Die letzte slowenische Ortschaft haben wir jetzt gleich hinter uns gelassen. Und jetzt sind wir gleich wieder in Österreich. Nach 117 Kilometern sind wir jetzt hier am Campingplatz in Bad Radkersburg angekommen. Gekostet hat das Ganze 28 Euro. Ja, ein süßer kleiner Campingplatz. Für mich persönlich im Vergleich zu den Campingplätzen, wo wir jetzt schon waren, die Ausstattung doch nicht ganz so toll. Keine richtige Sitzgruppe, nicht wirklich überdacht. Aber im Großen und Ganzen trotzdem das, was man braucht. Ja, noch kurz zum Tag. Es war ein Tag, den man als Kilometerschrubben abbuchen kann. Wir sind 117 Kilometer gefahren und den Großteil davon über Landstraßen, zwischen Maisfeldern hindurch, kleinen Dörfern. Also jetzt nichts, das, wo ich sage, das brauche ich jeden Tag, aber trotzdem mal ganz nett gesehen zu haben. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck vom Murradweg bis nach Österreich geben und morgen geht es dann weiter für uns nach Graz. Bei uns gibt es heute Nudeln mit Tomatensauce und Käse. Dazu ein
leckeren Tomatensalat mit regionalen Tomaten, die es hier am Campingplatz zu kaufen gab. Direkt hier von der Mur jetzt noch kurz zum Highlight des Tages. Für Sabrina war es die Begegnung mit den zwei kroatischen Kindern und das hier Ankommen auf den Campingplatz nach 115 doch anstrengenden Kilometern durch die Hitze und ja, durch die Landstraßen. Für mich persönlich war es das kurze Stückchen, das wir in Kroatien an der Mur lang gefahren sind. Das war einfach landschaftlich der schönste Teil, auch wenn es nur 500 Meter waren, aber naja. Besser als gar nichts. Das werde ich euch auch noch mal kurz einblenden und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann morgen zum nächsten Teil wiedersehen. Bis dahin, tschüss!